Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. So etwas werde ich nicht zulassen. Ich werde dir die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen! Er hat gesagt, dich und nicht dir. Ja, ich weiß, tut mir leid. Das ich werde dir spüren lassen. So, wir sind zurück. Verrate keinem, dass du Linguistik studierst. Hallo Leute, wir sind wieder da, genau. Beim Let's Play von Pokémon Silberne Edition. Nein. Doch. Let's Play des Pokémon von Blurlyfuss. Nein. Morphos. Let's Play von Pokémon. Weißt du was? Pokémon Let's du Play hier uns. Gezielt. So, wir sind beim ersten Arenaleiter. Falk. Und wie der Name schon sagt, trainiert er Vogel-Pokémon. Wir haben VM Blitz in der letzten Folge geholt, dürfen es also problemfrei einsetzen, wenn wir den wollten. Uns den Flügelorden hier beschaffen haben. Windstoß. Ich finde auch die Animation. Ich habe damals also einige Animationen sowas von geliebt. Wir werden noch eine. Wir werden noch eine Animation bekommen, die. Sie sieht zwar eigentlich, wenn man es so sieht, für heutige Maßstäbe total scheiße aus, aber es ist einfach meine Lieblingsanimation einer Attacke. Es ist einfach so minimalistisch, ja, Freunde von minimalistisch. 217 Erfahrungspunkte und Leiter Falk wurde besiegt. Das war eine wahre Meisterleistung. Und wie ihr schon seht, wir haben da rechts etwas Kleines vorbereitet. Dein Text. Dein Text, achso, Entschuldigung. Verflixt, mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Also gut, nimm dies. Es ist der offizielle Flügelorden der Pokémon-Liga. Silver erhält 900 Pokédollar und schickt einen Teil davon nach Hause. Silver erhält den Flügelorden. Der Flügelorden stärkt den Angriff. Den Angriff wert deiner Pokémon. Genau, so. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Hier, ich habe noch etwas für dich. Ja, so ist das oft. Man kriegt von den Arenaleitern Attacken geschenkt. Stahlflügel? Oder Flügelschlag oder so? Ich weiß nicht. Lehmschelle. Was? Eine sehr gute Attacke, die guten Schaden macht und im manchmaligen Sinne die Genauigkeit des Gegners senkt. Soweit ich mich entsinnen kann. Hier die Tasche, sehr senkt schön sortiert. Nur die Genauigkeit des Gegners. Oh, macht kein Damage? Lehmschelle nicht. Dann also, okay. Es ist Lehm. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube in der... Vielleicht später, ich weiß nicht. Ich glaube, es senkt nur die Genauigkeit. Ja, also Blitz können wir jetzt keinem Pokémon beibringen, weil ich werde meinem Starter keinen beibringen. Ja, das erste Mal, dass die Taschen sortiert wurden und wir können auch, wenn mich alles täuscht, unbegrenzt viele Sachen mitnehmen. So, ihr seht auch auf der rechten Seite ist gerade in unserer schicken kleinen Ordenbox unser erster Orden erschienen. Oh, Telefon. Anruf, ich spreche Lind. Hallo Silver, wir haben über das Ei etwas herausgefunden. Mein Assistent ist im Pokémon Center von Viola City. Würdest du mit ihm sprechen? Klick. So, da wollten wir eh gerade hin. Ein wenig Kraft tanken. Bam, badadam. Da-dam, bam, badadam. Und da haben wir ihn. Silver, lange nicht gesehen, altes Haus. Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Pokémon-Ei. Nein. Aber ich habe gar keinen die Entwickler haben nicht gedacht, dass jemand Nein sagt. Ich habe keinen Text dafür. Professor Lind hat nach dir gefragt. Oh, okay, jetzt... Silver, nimmst du das Ei? Jetzt bitte nein. Endlich dieses aber Ei. Professor Lind hat dir gefragt. Okay. Okay, Silver, nimmst du das Ei? Spaß. Ja, okay. Silver erhält Ei. Wow. Gehilfe fliegt. Wir haben entdeckt... halt mal kurz. Dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei gewachsen ist. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden, um zu schlüpfen. Und du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Denn der Professor selbst hat zwar ganz viele Pokémon und ich hätte auch ganz viele und so, aber nein, wir fragen dich, denn du bist ein kleiner 10-jähriger Junge und du wirst schon richtig auf das Ei aufpassen können. Leg mal das Ei auf den Tresor und hau ab. Bitte ruft Professor Lind an, wenn das Ei soweit ist. So. Es ist doch sehr witzig, also wir haben jetzt ein Ei. Ihr man seht, kann es sich auch angucken. Ich muss das umbelegen. Welchen Zustand es sich befindet. Nein, ich will da rufen.
Okay, wir haben ein Ei. Es bewegt sich manchmal, es könnte mal ein Bein schlüpfen. Wir verraten natürlich nicht, was sich in diesem Ei befindet. Wir wollen ja. Wir wissen doch noch gar nicht, was sich im Ei befindet. Was? In was für einem Ei? Ach so. Nee, doch, hier wissen wir es. In dem Spiel wissen wir es. Es gibt Spiele, da weiß man das halt nicht. Glitch. Ja, auf jeden Fall ist es ganz komisch, denn dieses Ei müssten wir eigentlich in der Beutel-Fraktion finden und nicht in der Pokémon-Fraktion. Aber es schlüpft eh bald und dann können wir es. Denn es ist ja nicht in dem Pokéball, aber gut. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Du weißt nicht, wie es weitergeht? Achso, ja, Blitz. Ja. Ja, stimmt. Wir gehen erstmal zu dem Blitz und gucken, ob wir doch an das Item rankommen. Na, nee, wir müssen ja sowieso lang, weil nee, da müssen wir nicht lang. Seltsame Baum den Weg versperrt. Ja, und es gibt noch einen anderen Weg. Da weiß der blutige Fuchs mehr als das Morphem. Ja, dem ist nichts Neues hinzuzufügen. Das naja, aber wir können jetzt immer noch nicht rumblitzen. Wir haben kein Blitz-Pokémon. Ich fange mir jetzt einen Radfratz. Du Lauch. Radfratz, komm mal her. Nein, du brauchst sowieso ein schwaches Pokémon. Leider wird es ein Visor. Oh, Knurfenser. Knurfenser kann auch Blitzer ja, lernen. Ja, kann auch Blitzer. Komm, nimm Knurfenser. Ja, ich werde es zwar mit einer Tackle-Attacke wegtackeln, aber... Muss nicht sein. Doch, muss. Okay, wir machen das anders. Da, du kannst es auch mit so lange Brauchwolken, bis es völlig groggy ist und dann... Das erhöht leider nicht die Fangchance. Nicht? Nein. Ich dachte immer. Nein, nur primäre Statusveränderung. Ah. Schön. Also, Paralyse, Schlaf und Eis. Gift und Brand natürlich nicht. Wir gehen einfach nach da unten. Da haben wir schon die Antiparabäre geholt. Achso, warte mal, ich rufe mal bei meiner Mama an. Ich will mal gucken, wie viel Geld die schon für mich gespart hat. Also, dann seht ihr auch mal, wie das funktioniert. Also, wir können rechts weitergehen. Dort sehen wir eine Karte. Und da sehen wir, oh da, Mama. Ihr seht, da ist noch ein Platz frei. Wir kriegen später noch ein Modul. Was ist denn da drin? Hallo! Oh, hi Silver. Hart am Arbeiten? Wow, du besuchst Route 32. Viel Glück bei deiner Suche nach Pokémon. Nebenbei, du hast $677 gespart. Willst du weiter sparen? Ja. Okay, ich werde dein Geld sparen. Silver, mach weiter so. Ich drück dir die Daumen. Klick. Tüt. Sehr schön, wie... Also es ist sehr real auch, das Spiel an der Stelle, wie sehr ihn die Mutter zu Wort kommen lässt und... Ja, ihr seht, wir haben auch einen Haufen Geld hier, also wir schicken, ich glaube, nicht mal die Hälfte zu ihr. Ich weiß gar nicht, wie viel, vielleicht auch die Hälfte und wir hatten noch so viel übrig. So, der Typ hätte uns vorher gar nicht durchgelassen. Und es sieht mal aus, wie der Typ dasteht. Du bist eine gute Pokémon, sie sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit ihnen bei Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Silver hält Wundersaat. Wir haben keine Pflanzen-Pokémon, egal. Noch nicht. Silver steckt Wundersaat in Itemtasche. Die Erfahrungen von Viola City werden dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein. Ja, dieser Typ, finde ich, der sieht aus, als ob er eigentlich mit dem Oberkörper nach da steht und den Kopf auf den Rücken gedreht hat. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das sieht immer so aus, als ob das hier eigentlich seine Rückseite wäre. So, wir fangen uns hier ein Pokémon. Ach, so. Wir gehen später nochmal. Wir kommen später nochmal nach Viola City, dann gehen wir dann in die Umgebung. Und so gibt es für jeden Pokémon-Typ, wie jetzt hier für Pflanze Wundersaat, ein so ein Item, was. Das ja, eins oder mehrere. Unterschiedlich. Kann. So, wir versuchen mal einen Knopfhänder Level 6 zu fangen. Wenn ich eigentlich gar kein Knuffenser haben will. Doch, Knuffenser ist schon ziemlich cool. Und es kann ranken. Knuffenser entwickelt sich zu Ultra. Ich meine, Sazenia ist schon ein richtig gutes, cooles Pokémon. Also ich habe es immer geliebt, weiß nicht. Ja. Wie viele Fans da die Endentwicklung. Und es wird klappen. Sazenia. Eine Mega-Entwicklung von Sazenia. Leute, stellt euch das mal vor. Pam. Wie cool wäre das denn? Unser erster offizieller Gefangener-Eintrag im Pokédex. Unser erster Gefangener. Eintrag, genau. Wo haben wir denn eigentlich einen Pokéball bekommen? Irgendwo muss ein Pokéball gelegen haben, weil wir haben 5 Pokébälle von dem Typen im Labor bekommen, also muss irgendwo einer gelegen haben. Aber doch nicht 5, wir haben nicht 5 bekommen. Wir hatten aber gerade 6. Okay, naja, egal. Ich habe keine Kraft. Es baut seine Füße tief in die Erde, um Wasser aufzunehmen, dann kann es nicht verfeinen fliehen. Ja. Sehr praktisch. Verwurzler. 0,7 Meter? Wie groß ist denn das? Ist ja 70 Zentimeter, das ist niedriger als mein Tisch. Der Tisch ist auch 1 Meter hoch, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht sehr. Wir möchten Knuffenser jetzt auch keinen Spitznamen geben, nee.
Das war so klar, ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark. Und du denkst, du bist stark. Und ich kenne den Weg an die Waldung. Egal. Chabos, wissen wir, der Babu ist. Übrigens fällt mir gerade auf, dass wir unbedingt an einem Freitag aufnehmen müssen. Weil? Ich weiß, welches mein Team Wasser-Pokémon werden soll. Kommen wir aber auch erst später hin, wenn wir Surfer haben. Also brauchen wir vorher schon ein anderes Wasser-Pokémon. Aber ich hatte eigentlich eine coole Idee. Wobei wir noch ein cooles Flug-Psycho-Pokémon bekommen. Zubat in den Kampf. Oh, ich finde Zubat hier eigentlich ganz hübsch. Zumindest besser als im ersten, wo es irgendwie immer sehr... Ja gut, aber im ersten war es auch einfach omnipräsent. So wie Eulen. Noctu. Noctu. So, jetzt haben wir dem Nils gezeigt, wo der Hammer hängt. Wo der Haken ist. Da steht ein Mädchen, das kannst du anquatschen. Ja. Diese Tante möchte auch mit uns kämpfen. Ha, du weißt, wie bitte? Kampf? Ich telefoniere. Oh, okay, aber mach schnell. Und da bahnt sich nämlich auch schon was an, was sich nach dem Kampf offenbaren wird. Denn was du auch schon vorher letztens mal gesagt hattest, ne? Genau, Annette. Oh, Annette. Das ist aber Annette-Trainerin. Annette, ja. Annette-Picknickerin. Ein weibliches Nidorarn. Sollte kein Problem sein. Nein, einmal Glut und... Snitch. Nein, zweimal Glut. Düdel, Volltreffer, Mann, was macht denn die hier mit mir? Ey, Mann, hör doch mal auf, wir kriegen gleich noch ein neues Level. Das ist ja richtig cool. Übrigens, du weißt ja, welcher der nächste Orden ist. Nicht aus dem Kopf. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es könnte der Insektorden sein. Genau, und Insekt, es klingt ja schon nach... Genau, ihr habt es alles erraten. Gesteins-Pokémon. Achso, wir quatschen die Tante nochmal an. Ich hatte einen netten Plausch. Wow, du bist ein starker Gegner. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich melde mich, wenn ich mein schwaches Nidoran mal wieder ausgeführt habe. Ja, Silver speichert ein nettes Nummer. Diese Trainer entwickeln ihre Pokémon ungefähr kongruent zu euren, sodass ihr immer die Möglichkeit habt, A, Geld zu verdienen, B, zu fighten, wenn einem danach ist. Ich möchte ganz kurz diese Lüge widerlegen. Verdammt! Ich würde eher sagen, die Entwicklung findet invers zu unseren Pokémon statt. Natta! Ekens. Professor Ekins. Hallo, der muss Snape heißen. Snake. Oh, Harry. Es kann immer mal wieder sein, dass irgendwelche blöden Zitate, ihr kennt das, Leute. Bekannten. Naja. So, ich überlege gerade. Komm, Rosa Steg. Wasser-Pokémon. Ich kämpfe erst gegen den Typen. Dieser Blick. Wie faszinierend. Den Steg gehen wir gleich nochmal lang, weil ich glaube, da ist ein... Oh, ich glaube, da treffen wir das erste Mal auf ein Felino. Felino fand ich auch ein total... Also, ich bin begeistert gewesen damals von diesem neuen Pokémon. Und immer noch bin ich es. Auch wenn es natürlich von der Kampfstärke und so bedeutend bessere gibt, finde ich so vom Generellen, vom Feeling her und auch von dem Aussehen her, finde ich die Pokémon der zweiten Generation mit am besten. Und die Farben. Farben sind, also gerade dieses penetrante Grün mit dem roten Sprite in der Mitte, es hat was. Ich weiß nicht was, aber... Es ist zwar penetrant, aber es hat was. Es hat was. Und Snake ist natürlich rosa. Ihr habt gerade gesehen, da ist ein durchgestrichener Pokéball gewesen. Das ist nur unser Ei. Das kann nicht kämpfen. Wäre ja auch zu witzig, wenn es vor sich hin härtnern würde und... Ei setzt Härtner ein. Das Pokémon kann nie schlüpfen, weil es immer wieder Härtner einsetzt. Wenn es Risse bekommt, oh, jetzt Eisprung. Verdammt! Nein! Guck mal, was ich für Gras ich im Pokémon. Nein, was ich für Pokémon ich im Gras gefunden habe. Mensch, du bringst die ganze Zeit. Was für Gras ich im Pokémon. Guck mal, was ich für gutes Gras in meinem Mogelbaum hier gefunden habe. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Hä? Sind sie auch schwach? Sie passen ganz gut. Das ist ja nur irgendeiner. Guck
Guck mal, der kann besser auf Eier aufpassen, der ist immer ein Ei-Narr. Naja, das ist halt nur irgendeiner. Der hat übrigens das Felino, was ich meinte. Das ist eigentlich keine gute Idee, aber ich habe genug Tränke. Ich gebe meinem Felino jetzt einen Trank, meinem Knofensa, und möchte es gegen das Felino nämlich antreten lassen. Um EP sammeln zu können, dann hau doch das Knofensa immer gleich am Anfang rein. Ja, ich weiß, aber ich wusste halt nicht, dass ich dachte, der wäre auf dem Steg. Flame genug, komm zurück. Los, Knofensa! Gegen das Felino setzt Aquaknarre ein. Ja, das war irgendwie klar. Vor allen Dingen, wieder so eine Aktion, weißt du? Rutenschlag senkt die physische Verteidigung und er kloppt mir eine spezielle Attacke rein. Dafür haben wir mit unserem Rankenhieb ganz gute Karten. Pitch Slap. Und könnten sogar, wenn wir Glück haben. Hey, das wird ein Two-Hit-KO. Wenn er jetzt keinen Unnecessary Crit landet, wobei ein Crit hätte mir jetzt 8 abgezogen. Das war's für Felino und für unser Knofensa dürfte... Felino ist auch, aber guck mal, Felino ist doch total niedlich, oder? Ist es wirklich. Weißt du, was Felino für ein Tier ist? Ja, das sind diese auf dem Boden... Ja, Axolotl. Ja, genau. Was, die heißen so? Die heißen so. Das sind die knuffigsten Wasserbewohner ever. Nee, das sind Schnecken. Nein. Snail. Ich weiß auch, dass Schildkröten cool sind, aber... Wie möchtest du die schmackhafte, gehaltvolle Fleckmon-Rote zubereitet haben? Jetzt für dich nur 1 Million Poké-Dollar. Möchtest du sie? Und weil wir natürlich genug Geld haben, sagen wir... Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Du Lappen, du isst Fleckmon-Ruten, du wirst noch dran glauben. Der Typ gibt den Angel. Wie aus dem ersten Teil bekannt, sind die komischen Leute mit dem Fischerhut immer dafür bekannt, dir Angeln zu schenken. Keine Ahnung. Oder Fischer zu sein. Sie davon haben, aber ich glaube, dass der Typ dir eine Angel schenkt. Probier's mal. Hallo. Das ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen? Wie steht es mit dir? Hättest du gerne eine Angel von mir? Naja, es gibt was kostenlos. Klingt zwar dirty, aber... Hey, das höre ich wirklich gerne. Jetzt bist du auch ein Angler. Silver hält Angel. Ich bin jetzt auch ein Angler. Ich darf jetzt nur noch Carpador einsetzen, die Platscher können. Angel ist voll gut. Probiere überall, wo Wasser ist, deine Angel aus. Sei es am Meer oder an einem Fluss. So, die Tante da labern, warum man gibt dir immer noch was. Was kann mein Pokémon tragen? Vielleicht ein Item, das seinen Angriffswert verstärkt? Oh ja, bitte. Mir fällt da gerade was ein. Dem Knofensa können wir ja mal... Genau, das Fluchtseil geben. Die Wundersaat geben. Gib. So, ich würde es auch das Knofensa ein bisschen trainieren wollen. Die Frage ist, was genau macht denn die Wundersaat? Die Wundersaat stärkt Pflanzenattacken. Das bedeutet um 50%. Genau. Okay. Ich glaube um 50%. Vielleicht auch nur um 15. So. Da oben sind Angler. Labern wir ihn an. Wir kämpfen uns natürlich. Ich bin ein guter Angler, aber ein noch besserer Trainer. Fürs Spiel muss man Geduld haben. Also viele wir werden mal gucken, dass wir keinen Trainerkurs auslassen. Angler Angelo. Angelo. Angler Angelo. Ein Goldini. Und wenn wir Glück haben, Goldini. Könnte mit dem entsprechenden... Es kann Schnabel. Ah, das ist unser Urteil. Natürlich kann es Schnabel. Aber auf unsere Attacke ist... Ja. Ich würde wechseln, damit wir wenigstens noch die EP bekommen. Das Problem ist... Du meinst ja einen Tipp. Was denn? Ja, mein Feuer-Pokémon. Das wird wieder Schnabel einsetzen. Und wir sind wahrscheinlich schneller. Wir tackeln es weg. Bam, voll zur Seite. Okay, es kann anscheinend nur Schnabel. Da kriegen wir einen Step drauf. Bam. Tja, Step. Und ich glaube auch die spezielle Attacke im Fenster erreicht Level 8. Und lernt was, oder? Oh, Spezialangriff ist um niedriger als der normale. Na gut. Nee, lernt nicht. Dann gehen wir nochmal ganz kurz unsere Pokémon heilen. Das kennen wir ja. Kennst du, ne? Kennst du, hast du ja. Mama ruft an. Mama, hey Silver, wie geht's dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Danke, Mama. Mama, gehst doch mal selber arbeiten und kauf mir Sachen von deinem Geld. So nennt man das, wenn man Geschenke macht. Oh nein, die muss ich den ganzen Tag... Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen.
Ist es jetzt schon das Relaxo? Nein. Nein, das Relaxo kommt später. Also, übrigens würde ich gerade mal gerne das unserem Video anpassen. Das ist auch nicht das. Haben wir das Ding vom Video? Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Ah, verdammt. Na, das kommt am nächsten rein. Das ist wahrscheinlich aus dem ersten. Ich weiß nicht, warum das das nicht gibt. Egal. So, wir gehen zurück. Wir gehen nochmal ganz schnell zum Pokémon Center. Und dann sind schon wieder 20 Minuten um. So, wir heilen die Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, wir benötigen keine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Und mit diesen netten Worten war es das auch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.